Hey Leute, wie geht's? Ich bin's Topsen im Home Gym. Und heute mit einem neuen Produkt, nämlich den Angus 90 Grips. Fresh aus Italien, für jeden von euch auf der Webseite. Ihr seid Bodybuilder, let's go. Ihr seid Bodyweight-Athleten oder Calisthenics-Athleten, sind die Dinger bestimmt auch was für euch. Ihr habt Ellbogenschmerzen oder Schulterschmerzen oder euch tut irgendwas anderes in eurem Körper weh, dann let's go mit den Angus 90 Grips, die wohl vielseitigsten Griffe im Fitnessbereich. Ich stelle sie euch vor. Schaut euch das mal an. Auf den ersten Blick wirken die Teile ein bisschen komisch, vielleicht nicht ganz, als ob das ein hochwertiges Gym-Produkt wäre, ist es aber, denn die Teile sind zwar aus Hartplastik, Hartgummi, irgend sowas würde ich sagen, aber sie halten einzeln bis zu 180 Kilogramm aus und gesamt laut Webseite bis zu 360 Kilogramm. Ich hatte auch noch nie irgendwelche Probleme oder haben auch keine Risse in dem Jahr, jetzt wo ich sie hernehme. Von dem her sind sie echt gut verarbeitet. Der Gurt kommt auch nicht von ungefähr aus der Automobilindustrie, denn gerade im Autobereich ist es ja auch so, die Gurte sind mega stabil. Ja, und für die Dinger muss man ungefähr ein Fuffi blättern. Aber für ein Preis-Leistungs-Verhältnis ist es auf jeden Fall fair, denn die Dinger sind sehr, sehr vielfältig und von dem her ist ein Fofi völlig okay. Und was ich noch cool finde, das Hartgummi, das ist zwar angegeben als rutschfest und man hat auch eigentlich selten Probleme damit, aber ich finde persönlich, mir persönlich wäre noch lieber, wenn es eine Version geben würde, die aus Metall wäre, mit einem Knurling, vielleicht Bodybuilding Edition oder Gewichtheber Edition, wäre noch richtig cool. Und am Anfang, wenn ihr die Dinger bekommt, ist das Handling bisschen, ja, ungewöhnlich. Weil ihr müsst erstmal wissen, ja, wie rum mache ich die, wo muss denn die Schlaufe durch und so. Aber da gewöhnt ihr euch relativ schnell dran. Was ich finde eher dann Kritikpunkt ist, oder was eher, naja, vielleicht eher bei euch ein Nachteil ist, ist dieser Gurt, der kann schon mal an den Fingern bei der Übung reiben. Ich habe jetzt nicht allzu dicke Finger, wenn man richtig dicke Finger hat, dann kann das schon zu einem Problem werden, finde ich. So, und ich habe das Produkt jetzt mal in drei Aspekte eingeteilt, nämlich erstens Weightlifting oder Bodybuilding, / Gewichtheben, dann funktionell Calisthenics oder Bodyweight und als letzten Punkt Ergonomie oder Gesundheit, je nachdem wie man sieht. Und wir starten jetzt einfach mal mit dem Bodybuilding oder Gewichtheber Aspekt. Ja, und das ist ziemlich cool, ihr könnt die Teile nämlich relativ überall anbringen. Wenn ihr im Gym seid, könnt ihr es an der Langhantel anbringen, an Maschinen oder am Kabelzug zum Beispiel. Wie gesagt, sehr, sehr stabil die Teile. Und was richtig cool ist, ihr setzt neue Reize und ihr kommt wirklich nochmal bis in die letzten Muskelfasern in euren Rücken rein. Denn ich finde, die Teile sind speziell für den Rücken gedacht. Die Teile kann man in zwei Stufen anbringen, denn man hat hier an der Seite noch so eine Mulde, wo man quasi das Band dann nochmal einmal einfädeln kann und dann ist es nochmal ein Stück kürzer und das braucht man auch für sehr viele Übungen. Das ist aber sehr gut gelungen bei dem Produkt, finde ich persönlich. Und für mich sind die Teile nach einem Jahr testen mehr ein Extra. Ich finde sie jetzt im Bodybuilding-Aspekt richtig cool, wenn ihr neue Reize in eurem Trainingsplan auch mal setzen wollt. Aber ich persönlich bin jetzt mehr Fan von der Straight Bar, von Straight Bar-Übungen und deshalb sind sie für mich persönlich nur ein Extra. Aber speziell für den Kabelzug zum Beispiel sind die Teile richtig cool, weil ihr eben mehr Bewegungsfreiheit nochmal da habt und nochmal mehr Variationen reinbekommt. Und nochmal Pro-Tipp, speziell wenn die Gyms wieder aufmachen und ihr ein bisschen auf eure Hygiene achten wollt und vielleicht jetzt nicht den Griff anfassen wollt, den jeder vor euch auch schon angefasst hat, nehmt einfach eure Griffe mit, die passen in eure Sporttasche rein, sind recht klein, wiegen nicht viel und dann seid ihr auch noch hygienisch unterwegs. Funktionell sind die Grips zusammen mit dem Sling Trainer, also ihr könnt euch zwei Straps noch zusätzlich online dazu kaufen. Irgendwas sind die zwischen Sling Trainer eben und Gymnastic Rings, also Turnringe eben. Ich finde persönlich, die Grips lassen sich schneller als Turnringe für Klimmzüge anbringen, weil bei Turnringen musst du erst das Band immer noch bis oben einfädeln. Das hast du mit denen nicht, weil die kann ich direkt bei der Klimmzugstange anbringen.
Bei Push-Übungen, wie zum Beispiel den Dips, finde ich, fühlt sich das Ganze aber ein bisschen falsch an. Also ihr könnt hier einen speziellen Griff, die Bänder einfädeln, dann könntet ihr damit auch Dips machen. Ich finde persönlich aber das nicht richtig. Es fühlt sich ein bisschen komisch an. Auch Liegestütze werden damit schwierig, da die Bänder von dem Sling Trainer relativ kurz geraten, finde ich. Ich finde sie echt zu kurz. Ich weiß nicht, warum sie zu kurz gemacht haben oder so kurz gemacht haben, aber besonders auch, wenn ich im Park trainieren gehe bei uns, im Calisthenics Park, sind die Stangen recht hoch. Und wenn ich da den Sling Trainer anbringe für die Griffe, dann kann ich keine deepen Australian Draws machen. Also ich muss da schon weiter hochgehen. Auch die Beschriftung hätte man meiner Meinung nach noch ein bisschen besser machen können. Man hätte nämlich noch Zahlen anbringen können. Dann wäre das Ganze vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen, wenn man es einstellen muss. Und eben Sling Trainer im klassischen Sinne ist es auch nicht ganz, weil im klassischen Sinne hast du nur ein Band an der Klimmzugstange hängen und dann kannst du mit den zwei Bändern alternativ trainieren. Du kannst auch hier alternativ trainieren, du hast jedoch zwei Bänder an der Klimmzugstange hängen. Also ist ein bisschen ein anderes Gefühl. Ich finde, es muss sich aber auch nicht mit Sling Trainer oder Turnringen vergleichen. Es ist irgendwas dazwischen. Es ist ein eigenständiges Produkt im funktionellen Sinn. Und deshalb muss es sich auch echt nicht vergleichen. Es kann sich echt sehen lassen. Und bei Australian Rows, auch wenn sie im Park nicht so tief gehen, wie ich will, haben sie mich trotzdem echt überzeugt, weil du wirklich bis tief hinter in die Muskulatur reinkommst. Die Vorteile im ergonomischen Aspekt kann man im Endeffekt ganz einfach an eurem eigenen Körper erklären. Denn wenn ihr mal schaut, ich gehe mal ein Stück zurück, wenn ihr eure Arme einfach so hängen lasst, dann werden die nie ganz gerade hängen. Wenn ihr aber jetzt eine Langhantel greift, dann müsst ihr die gerade nehmen. Das ist eine unnatürliche Position für eure Handgelenke und kann bei manchen eben zu Schmerzen führen in Ellbogen und eben in den Handgelenken. Und gerade deshalb sind die Engels 90 Grips auch da wieder sehr sinnvoll, denn wenn ihr Schmerzen habt oder wenn ihr auch vorbeugen wollt, dann könnt ihr die nehmen, weil sowohl am Kabelzug als auch bei der Straight Bar oder eben bei Maschinen habt ihr dadurch einen natürlichen Bewegungsablauf drinnen. Empfehlen kann man die Dinger also für jeden, der Schmerzen beim Training hat, zum Beispiel beim Greifen einer geraden Stange, eben im Bereich von Handgelenken und Ellbogen, für Bodybuilder, für Gewichtheber, die eben neue Reize setzen wollen in ihrem Training oder eben mal was Neues ausprobieren wollen, eben auch diesen Hygieneeffekt. Und für Bodyweight-Athleten muss ich ganz ehrlich sagen, bevorzuge ich eher im Calisthenics Sinn dann die Turnringe und im funktionellen Aspekt mehr einen Sling Trainer. Man muss es aber, muss jeder für sich selber wissen. Bei Klimmzügen persönlich bevorzuge ich dann wieder die Angle Grips, weil sie einfach viel, viel schneller anbringbar sind. So, ich bin's Topsen im Home Gym. Das war meine Review zu den Angles 90 Grips und immer dran denken, ihr macht euch stark, nicht euer Equipment. Ciao.